Anita Eichhorn, du bist in Lappo geboren, hast aber eigentlich keinen großen Bezug, außer dass du offensichtlich ein wunderbares Krankenhaus gegeben hast, ja, und immer zur Welt gekommen bist. 91 zumindest, wie setzt das, weiß ich nicht. Ja, also mein Krankenhaus könnte jetzt auch nicht nachhelfen. Wenn man von außen drauf schaut, ist das eine richtige Kulturidylle, erinnert ein bisschen an Rottenburg der Tauber oder an Czeski Brumlov. Ja. Bloß, wenn man ehrlich ist, es ist ein bisschen unverweckt. Hast du da Erinnerungen? An sich überhaupt nicht. Also in Nappburg bin ich wirklich bloß geboren, ja, weil groß geworden bin ich im Freimd. Also die Metropole im Freimd. Die Metropole, also ich weiß nicht, ob man sagen darf, es ist ein Dorf. Ein Berliner würde sofort sagen, ja. Also es ist eine ganz mini kleine Stadt. Und so bin ich aufgewachsen und da war eben Nappburg das nächstgrößere Krankenhaus. Ja. Die nächstgrößere Stadt mit Krankenhaus, so ist richtig. Ja. Und aber dann sind wir relativ bald nach Weiden gezogen und da bin ich letztendlich dann wirklich aufgewachsen. Also wenn man mich fragt, sage ich, bin eine Weidnerin. Ja. Genau. An was kannst du dich in Weiden erinnern? Also ich meine, die Schulzeit ist das eine und das Weggehen ist das andere. Ja. Zwei ganz unterschiedliche Dinge. Tatsächlich, also die Schulzeit gleich war am Elli-Holz-Gymnasium. Und weggehen, wir waren, das werden jetzt alle mein Alter kennen, das Josefshaus war damals ganz bekannt. Josefshaus, damals noch das Cube. Ja. Und klar, hier die Altstadt, die ganzen kleinen Cafés und Bars. Also zum Weggehen war es echt super schön, weil zum Beispiel in München, du hast, das ist alles so verstreut und so riesengroß, du fährst von A nach B irgendwie eine Stunde mit der S-Bahn. Und hier in Weiden hast du halt letztendlich alles auf einem kleinen Platzl. Also das war schon immer schön. Es ist das Gegenteil von München. Es gibt ein kleines Zentrum in München, gibt es ja viele unterschiedliche Punkte, die man erreichen kann. An was kannst du in Weiden oder was waren so die Highlights deines Jugendlebens in Weiden? Tatsächlich, also ich habe mir schon immer die Bühne gesucht und damals war es halt noch nicht Schauspiel, weil ich mich aus einem gewissen Grund noch nicht so getraut habe, sondern es war Tanz und da war tatsächlich immer die Dance Your Style Contest, die gibt es jetzt immer noch in Weiden, also so Tanzwettbewerbe, da sind wir mit der Tanzgruppe aufgetreten oder Elli Heus, Elli tanzt in der Max-Reger-Halle, also das waren wirklich meine Highlights in der Jugend. Alles, was mit Tanz zu tun gehabt hat. Und da mit der Gruppe, mit den Mädels zusammen auf der Bühne zu stehen, das war immer mein Highlight. Was hast du für Vorbilder gegeben? Also Anna tanzt, schauen meine Mädels zum Beispiel ja an. Oder Pulp Fiction mit John Travolta's eigenartigen Tanzstil. Ja, genau. Gibt es da irgendwelche Modelle? Also wie kommt man drauf, dass man unbedingt tanzen will? Ja. Von sich, von innen her oder eben? Tatsächlich, also ich meine, wo ich angefangen habe, da war ich 10, 11. Und das war noch die Zeit der Musikvideos. Also da, klar, die gibt es jetzt immer noch, aber damals hat man es vermehrt geschaut. Und ich habe angefangen mit, wie hieß denn das, Dance for Fans hieß das, glaube ich. Und da ging es darum, Musikvideos nachzutanzen. Also so zu tanzen wie die Stars. Und so ging das los. Und das war halt für mich, was jetzt Schauspiel ist, die Art, mich auszudrücken, war damals für mich Tanz. War halt ohne Worte. Und das war einfach cool. Also sich ausdrücken zu können, austoben zu können, auf der Bühne zu stehen und auch dieses Gruppengefühl. Also ich war in vielen Tanzgruppen und das hat unheimlich zusammengeschweißt. Standardtanz gehört da dazu? Gar nicht. Also was ich gar nicht kann, ist Standard und Latein. Das, deswegen, ich bewerbe mich mal bei Let's Dance, wenn das geht. Und da lerne ich es dann nie. Aber tatsächlich mit den beiden Richtungen bin ich noch nie in Berührung gekommen. Ja. Mit Schauspiel hast du auch nichts zu tun gehabt in der Zeit? Also weder Schülertheater noch Bauerntheater oder was es an Amateurbühnen so gibt? Immer nur als Wunsch, immer nur innerlich. Also ich erzähle das immer ganz gern. Ich habe schon in der Schulzeit mein Autogramm geübt. Wirklich. Ja, ich bin da gesessen, vor allem in Mathe, sind wir ehrlich, Mathe hat mich nicht interessiert. Da habe ich immer mein Autogramm geübt und die Mathelehrer haben immer gedacht, ich übe die Unterschrift meiner Mama. Ich versuche die zu fälschen, weil wenn ich wieder mal einen Fünfer gehabt habe, was sehr oft vorkam, eigentlich immer, dann musste man diese unterschreiben lassen zu Hause und ich bin dann mal da gesessen und habe ein Autogramm geübt. Die anderen haben gedacht, ich fälsche die Unterschrift. Ist das also gleich geblieben? Ein bisschen hat es sich schon verändert, aber tatsächlich ein bisschen ähnlich ist schon. Ich hätte es aufheben müssen, das wäre interessant gewesen. Und welche Filme, an was hast du gedacht? Großes Kino, Cleopatra oder? Weil du vor kurzem ja in einem Namen warst, wo das eine gewisse Rolle gespielt hätte. Ja. Wo hast du die da gesehen? Tatsächlich, ich fand's, also ich habe mich immer hinter, wie soll ich sagen, auf dem Bildschirm gesehen, ob das jetzt Kino ist oder Fernseh, Serie, Spielfilm. Ich fand's einfach so spannend, dass du alles sein kannst, was du willst als Schauspieler. Du kannst alles und jeder sein und das ist das Spannende.
Also da, und wo ich mich gesehen habe, klar, damals in meiner Jugend, wo ich viel getanzt habe, es gibt ja ganz viele Tanzfilme. Mhm. Step Up und Street Style, Street Dance, diese ganzen Filme. Das war jetzt zur damaligen Zeit wahrscheinlich spannend. Mhm. Und ja, aber ich habe immer davon geträumt, mich mal auf dem Bildschirm zu sehen oder auf einer Leinwand. Wir haben uns schon kurz darüber unterhalten, dass es unterschiedliche Schauspielschulen in München gibt. 5 verschiedene, 2 staatliche. Du hast in deiner privaten dann beworben. Kannst du ein bisschen die Unterschiede beschreiben? Mhm. Lernt man da was anders? Wie sind die Chancen? Beim Journalismus ist es ja so, bei bestimmten journalistischen Akademien hat man fast eine Garantie, dass man bei einer der großen Medien dann landet. Ist es da so? Es ist tatsächlich so. Also für mich war der Vorteil, also ich schätze das Theater sehr und ich liebe die Bühne, aber ich wusste, ich werde nicht im Theater mein Geld verdienen. Ich wollte schon immer vor die Kamera. Jetzt ist es so, wenn du sagst, du willst eine Theaterkarriere hinlegen als Schauspieler, sind wir ganz ehrlich, da musst du eigentlich auf eine staatliche Schauspielschule gehen. Die privaten, es gibt da natürlich auch viele Unterschiede. Meine fand ich, hat sehr gut ausgebildet, die Neue Münchner Schauspielschule und auch eine klassische Bühnenausbildung. Aber natürlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte beim Residenztheater spielen in München, hast du eigentlich keine Chance erstmal, außer du hast Wahnsinns-Connections, Kontakte oder du bist ein absolutes Ausnahmetalent. Dann mit ganz viel Glück, aber ansonsten ist die Garantie, wenn du auf der Otto Falkenberg warst oder auf der Everding, dann musst du schon viel falsch machen, dass du es dann nicht schaffst auf Theater. Genau. Aber und der große Unterschied ist, für die private musst du bezahlen monatlich und für die staatliche musst du nichts bezahlen. Ja, also ich habe bloß gelesen gehabt, der Robert Atzer und die Sawatzki waren da, aber es sind nur unbekannt gewesen. Ja, genau. Die Sawatzki ist somit unsere prominenteste Absolventin. Ja. Und ich denke mir, es gibt auch viele Schauspieler, gerade Film- und Fernsehbereich, die waren auf gar keiner Schauspielschule. Also und deswegen, zu den Faktoren, ich möchte die Ausbildung nicht missen, weil das ist ein Handwerk, Schauspiel, das gibt nicht umsonst eine Ausbildung, die 3 bis 4 Jahre geht. Aber es ist auch, glaube ich, ganz viel mit Talent hat's zu tun und auch mit Glück und Disziplin. Ja. Und das sind Dinge, die kann dir keine Schule der Welt beibringen. Also ich habe das im Hinterkopf, früher hätte man alles besser gelernt, auf Schauspielschulen, da gehört Tanz dazu, da gehört Singen vielleicht auch dazu, also war so allround. Ausbildung, wie war das denn bei euch? Bei uns auch, also wir hatten auch Gesangsunterricht, wir hatten auch Tanz. Hast du anwenden können, dann vor kurzem? Genau, bei den Brettelspitzen, wo ich mir gesagt habe, oh Gott, ich bin jetzt bei weitem keine Sängerin, aber ja, was man natürlich auf der Schauspielschule auch lernt, ist Stimmtraining und das steht natürlich in Zusammenhang damit Gesangstraining. Genau. Also es ist schon so eine ganzheitliche Ausbildung. Also es geht sowohl auch um die Körperlichkeit, die du mitbringen musst. Also wir hatten auch ganz viele, zum Beispiel Bühnenkampf, wir hatten Fechten, Bühnenbewegung war einfach zum Beispiel. Und natürlich auch auf der anderen Seite wieder Method Acting, was einfach sehr von der Psyche her geht, sage ich jetzt mal, vom Kopf. Also es war wirklich so eine Ausbildung, die alles abdeckt. Also ich kann sie nur jedem empfehlen, der sagt, ich will Schauspieler werden. Es gibt dir eine Sicherheit und es gibt dir eine Grundlage. Welche Fächer, wenn es den Fächer gibt, also wenn es so aufgeteilt ist, hast du besonders gern gehabt und welche weniger? Also ich mochte sehr gerne Method Acting tatsächlich, was für viele sehr schwierig war. Zum Beispiel, weil wir jetzt gerade den Kaffee haben. Ich werde es nie vergessen, ich bin an sich eher ein Kopfmensch und als Schauspieler ist es gut, wenn du eigentlich im Körper bist. Mhm. Das ist dann das, was authentisch ist. Und es war unsere erste Stunde Method Acting und unser Lehrer sagt, so, jetzt erinnert euch mal, wie heute Morgen, wie sich eure Kaffeetasse angefühlt hat. Wie hat sie sich angefühlt, wie war die, wie hat es gerochen, wo ich da saß und mir dachte, wo bin ich denn jetzt, was hat das denn jetzt mit Schauspiel zu tun? Aber Method arbeitet wirklich mit deiner eigenen Erinnerung, mit deiner eigenen Psyche, mit allen Sinnen. Also wenn du schauspielst, du setzt jetzt nicht nur deine Sprache ein, sage ich mal, oder deine Sicht, sondern auch ganz viel hat es mit Gefühl zu tun, mit äußeren Sinneswahrnehmungen, mit inneren. Und Method hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Also auch einen Zugang zu sich selber zu finden, so blöd das klingt, das war mein Lieblingsfach. Und das macht in der Schauspielschule? Das macht die. Oder wie? Mathematik der Schauspielschule, also das, was du nicht gemacht hast, was ja die Mathematik, ach jetzt, die Mathematik der Schauspielschule, boah, Bühnenkampf. Ich bin ein Schisser. Also das war. Ist das so realistisch, dass man Ängste haben muss? Ja, tatsächlich. Also es gibt ja oft diese Kampfszenen, wo du wirklich einen so über dich drüber schmeißen musst.
Und ich habe gedacht, ach Gott, wir hatten natürlich Matten und es wurde erklärt, aber es war immer so gefühlt eigenes Risiko. Und wir hatten einen russischen Dozenten, Herrn Semenov, und der immer, hopp, und dann ich immer, nein, ich habe Angst, was ist, wenn ich mir das Genick breche? Und der immer, ich glaube nicht. So, das musste reichen als Aussage. Also das war jetzt nicht so meins, muss ich sagen, Bühnenkampf. Auch Messerkampf natürlich, nicht mit echten Messern, aber gewisse Körperlichkeit fand ich cool, aber ich war dann oft der rechte Schisser irgendwie so, Gott, was ist, wenn ich mir da jetzt irgendwie das Genick breche? Aber es ist gut gegangen. Ne? Es ist gut gegangen, ja. Gott sei Dank. Wie schnell kam das Engagement bei der Mr. Wandern zustande? Ist das irgendwie so unmittelbar im Anschluss oder vielleicht sogar mittendrin? Schön wäre es gewesen, ja. Schön wäre es gewesen. Leider nein. Also ich weiß immer nicht, in Schauspielerjahren oder Schauspielerzeit hat es nicht so lange gedauert. Für mich war es eine halbe Ewigkeit. Also ich habe 2017 abgeschlossen und bin dann erstmal nach Berlin, habe geschaut, was gibt es für Jobs. Ja, aber mich viel beworben und ja, aber letztendlich dieses Engagement kam dann erst nach mehr als 3 Jahren. Wenn du sagst, du hast dich viel beworben, Kontakte hat man in dieser Schauspielschule so auch nicht, dass man sagt, gut, da kenne ich den und man braucht immer irgendwelche Statisten, da kommt man mal rein. Leider nein. Also man lernt auf der Schauspielschule ein gutes Handwerk, sage ich mal. Man lernt so ein bisschen, auf was man achten muss, wenn man sich jetzt bewirbt. Auf was muss ich achten bei meinen Schauspielerfotos? Wo muss ich mich überall registrieren? Welche Caster sind wichtig? Bekommt man ein bisschen mit, aber dann wird man wirklich so die freie Wildbahn rausgeschubst. Und dann, ja, man schreibt Caster an, Casterinnen, man bewirbt sich bei Agenturen, man dreht No-Budget-Sachen für irgendwelche Studentenfilme, Hauptsache man kriegt ein bisschen Demomaterial mit. Man jobbt sehr viel nebenbei in sehr vielen Serviceberufen. Und man hofft einfach immer, dass man dieses kleine Quäntchen Glück hat, dass irgendjemand, der was zu sagen hat in der Branche, sage ich mal, eine Chance gibt. Also es gibt nicht den Fachkräftemangel, den wir hier überall beklagen und man sagt kurz, selbst bei Schauspielern inzwischen. Nein, also ich muss wirklich sagen, ich habe meiner Schauspiellaufbahn, auch von anderen Schauspielschulen, wir waren oft miteinander verbunden, wahnsinnig talentierte Kollegen und Kolleginnen kennengelernt. Aber ich sage mal, man braucht dieses Quäntchen Glück, um es irgendwie zu schaffen. Oder ich sage mal, ich muss nur den kleinen Zeh in die Tür kriegen. Dann kann ich schon durchgehen, dann komme ich schon durch. Aber es ist, ja, man muss einfach Glück haben, dass einen irgendjemand erkennt, eine Chance gibt und dass man dann auch zeigen darf, was man kann. Du bist nach Berlin gegangen, nach Kreuzberg. Ja. Also wie man das von Hollywood-Filmen manchmal kennt, da gehen die Leute auch nach Hollywood und denken dann, jetzt bin ich schon mal da, dann wird man doch wohl einen. Würde schon passen, ja. Ja, ich muss sagen, Berlin, ein Jahr war ich da, dann kam Corona, dann war natürlich alles noch ein bisschen schwieriger. Berlin ist eine schöne, große, bunte, vielfältige Stadt, wo natürlich viel gedreht wird, viel produziert wird. Aber natürlich hast du dann noch mehr Konkurrenz. Es gibt natürlich noch mehr arbeitslose Schauspieler, die genau das Gleiche wollen wie du. Und ja, es war eine interessante Zeit, aber ich bin jetzt sehr froh, dass ich wieder in Bayern bin und dass ich bei daheim bin. Wirklich. Was bedeutet sowas wie daheim ist daheim für eine junge Schauspielerin? Ist das sowas wie die Verbeamtung von einer Lehrerin, die vorher auf Reserve immer unterwegs war? Oder ähnlich wie der Tatortkommissar, wo man sagt, jetzt hat man es geschafft, das wäre die Rest meines Lebens spielen, bis ich dann im Film sterben darf? Ja. Also bei der One zu sein für mich bedeutet vieles. Zum Ersten, also zum einen bedeutet es natürlich, dass ich als Schauspielerin mein Geld verdienen darf. Was nur 4% der Schauspieler können. Zu sagen, okay, ich verdiene mit diesem Beruf mein Geld, mein Lebensunterhalt. Der Filmschauspieler, alle Schauspieler mit den Theaterschauspielern? Alle, mit den Theaterschauspielern inbegriffen. Und es gibt in Deutschland über 20.000 Schauspieler. Und die nehmen, man kann jetzt nicht sagen, wie die Gage genau ist? Das verrate ich nicht, das schwankt auch zwischen den Kollegen. Ja. Nein, aber ich darf bescheiden sagen, dass es uns allen sehr gut geht. Das darf man wirklich sagen. Und gerade so die letzten Jahre, wo ich ja immer so Mindestlohn verdient habe und Monatsende immer schauen musste, komme ich noch über die Runden, kann ich noch irgendwie meine Miete bezahlen. Es ist jetzt für mich ein riesengroßer Luxus, dass ich jetzt gut verdiene und zufrieden sein kann und beruhigt sein kann. Wie lange laufen so die Verträge? Das ist das unterschiedlich, aber man ist schon immer in direkter Rücksprache, dann wie lange es noch geht von beiden Seiten. Aber man hat schon eine gewisse Sicherheit. So wird man sagen, genau. Wie hast du jetzt vom Image her von der Frau Mr. Horn, also sagen wir mal, eine bayerische
die einen würden sagen, biedere Soap daheim irgendwie manchmal Bedenken gehabt, dass das irgendwo dann in eine Richtung geht, wo du möglicherweise dann immer in den Art Nouvelle und in Film Noir reinkommst, wenn du das möchtest. Das finde ich ganz interessant, dass diese Bedenken von ganz vielen Seiten kommen, was ich sehr schade finde, weil ich finde, als Schauspieler ist man, in der Regel sollte man sein, vielseitig. Es ist jetzt eine Rolle, die man spielt, und deswegen kann man ja noch ganz viele andere Rollen bedienen. Das macht einen ja auch aus als Schauspieler. Mhm. Die Bedenken habe ich tatsächlich nie gehabt, die werde ich auch nie haben. Und um das weiterzuführen, was daheim für mich bedeutet, zum einen eben damit Geld verdienen zu dürfen, ganz banal gesagt. Zum anderen bedeutet es aber auch für mich, Teil zu sein von einem wirklich tollen Ensemble, von einem tollen Team, jeden Tag das machen zu dürfen, was ich liebe. Und natürlich hat mir daheim, ja, also seit ich bei daheim ist, daheim drehe, werde ich auch als Schauspielerin gesehen. Ja. Und deswegen, also das war ein absoluter Sechser im Lotto. Hast du vorher schon die Serie angeschaut und hast das gut? Ja, auch meine Oma und ihr Bruder und die waren Riesenfans. Ja, deswegen tut es mir so leid, dass meine Oma es jetzt nicht mehr sehen kann, aber vielleicht schaut von da oben ein bisschen zu. Aber klar, daheim, das ist, ich glaube, jedem in Bayern ein Begriff und auch außerhalb von Bayern vielen, also deswegen. Du hast ja als ursprünglich als Reserveköchin, glaube ich, hast du bekommen gehabt, ne? Und du bist dann vom Akizu die Stellvertreterin. Wunderherrlich. Auch mit Bamberger. Wunderherrlich ist auch genau. Ein schöner Satz. Ja. Genau, also ich habe mich dafür beworben und dann. Das war ein Karrieresprung in der Bewerbung. Genau, das hast du schön gesagt. Tatsächlich ein Karrieresprung innerhalb der Bewerbung. Das war eben, also mein Agent, der ist jetzt auch schon seit 25 oder fast 30 Jahren in dem Beruf tätig. Und selbst er hat gesagt, Bonita, das ist echt der Sechser im Lotto. Und das habe ich so noch nie eigentlich mitgekriegt, dass für jemanden eine Rolle geschrieben wird. Und da bin ich jeden Tag unendlich dankbar dafür, wirklich. Und das war. Ja, ich bin zu dem Casting hin und wahnsinnig nervös, hab vorgesprochen, das Ganze wird aufgezeichnet mit einer Kamera und das wird dann eben der Redaktion gezeigt, der Produktion, und die haben dann wohl gesagt, ja, sie hätten mich gern fest mit dabei und haben die Tina Brenner für mich geschrieben und das, ja, also gar nicht, das ist Hammer. Du wirst jetzt wahrscheinlich Tina wird sagen, mega ist das. Das hast du schon gesagt. Du wirst als junge Schauspielerin jetzt wahrscheinlich nur nicht unbedingt mit Spracherecht beim Drehbuch haben. Oder ist es so, dass man und zusammen gemerkt ist, wie ich gerade bei Götz-George gesagt habe, das wird die nicht sagen oder so? Tatsächlich doch. Also das ist das Schöne bei uns. Klar, wir haben Drehbücher und wir können jetzt nicht auf einmal irgendwas komplett verändern, weil wir drauf Lust haben. Aber es ist immer wichtig, dass das, was wir sagen, dass es authentisch ist und dass das von uns kommt. Das heißt, klar, wir haben ein Drehbuch, aber ich mache das ganz oft, dass ich Sätze vertausche oder dass ich ein Wort mit hinzufüge, dass ich sage, Mensch, das kann ich doch jetzt auch weglassen. Ja. Und gewisse Dinge, die sich so ergeben haben bei der Tina. Also zum Beispiel, dass ich immer sage, mega. So, das entstand so, das habe ich dann immer wieder mit eingebaut. Oder so ein paar Sprüche tatsächlich. Also da kriegen wir die Freiheit, dass wir sowas mit einbauen können. Wenn der Regisseur sagt, ja, passt, cool, dann machen wir das. Ja. Kannst du dich mit der Rolle identifizieren, also mit der Persönlichkeit Tina? Ja, sehr, doch. Also auf der einen Seite, in manchen Bereichen ist sie weit von mir weg, aber ich sag mal so, dass sie sich so, also sie kommt ja recht schrill daher, ne? Die Outfits, der Liedstich und alles ein bisschen krachert, genau. Und privat bin ich ein bisschen dezenter. Und ihr ist es so völlig wurscht, die könnt jetzt hier durch die weiten Altstadt gehen und alle drehen sich um und tuscheln und sagen, oh Gott, das will ich schon von dir aus, das geht ja gar nicht. Das wäre ja wurscht, die würde hinterher winken. Wo ich als Anita oft noch ein bisschen unsicher bin oder leicht zu verunsichern wahrscheinlich, dass ich mir denke, oh Gott, kann ich das jetzt so anziehen, kann ich das jetzt so sagen, es ist jetzt zu viel, es ist jetzt zu wenig. Und eine Tina, die ist ja wurscht, das ist ja völlig wurscht. Und ich habe aber gemerkt, dass ich innerhalb dieses Jahres, wo ich die Tina jetzt spiele, mir tatsächlich so ein paar Sachen angeeignet habe. Dass ich mir auch jetzt öfter denke, ist mir wurscht, was die jetzt so sagen. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Kennst du Moritz Neumeier, diesen relativ jungen Kabarettisten, wenn man das so nennen will, oder Komödien? Ich bin so ganz schlecht mit Namen, vielleicht wenn ich ihn sehe. Reiners ist auch ein Kabarettist, also die haben mit einem Podcast und der tritt mit Rock auf und ist aber eigentlich ein introvertierter, depressiver Mensch im privaten Leben und erzählt oft halt diese
Situation, wo er sagt, er ist unterwegs Richtung Bühne, muss aber an seinen Handwerkern vorbei, was ihm furchtbar peinlich ist. Und dann denkst du, das kann er nicht sein, dann macht es trotzdem. Also ja, jetzt nur als Beispiel, weil du es erzählt hast, es wäre dir peinlich. Also du lernst damit sozusagen, dass da am Meer wurscht ist. Ja, genau, so kann man das sagen. Doch, aber es gibt natürlich schon gewisse Parallelen zu Tina und zu Mildred, klar. Also wenn man es oberflächlich anschaut, dann kann man natürlich sagen, ist ein bisschen banal, aber wenn man es ein bisschen verfolgt hat oder länger anschaut, würde ich sagen, hat so ein bisschen was von der bayerischen Lindenstraße in dem Sinn, dass relativ viel Toleranz geregelt wird. Also manchmal ist es ein bisschen arg pädagogisch, aber also man merkt es dann, aber wenn man es nicht merkt, ist halt so, jetzt kommt der indische Pfarrer vor, seine Integrationsschwierigkeiten, die er da hat, es ist auch zwischendurch mal Asylthema vorkommen, es kommen schwule Söhne vor, also die ganzen Themen werden aufgegriffen, das in der Nebenstraße auch hatte. Ja. Ist das auch ein Thema, das ihr irgendwie diskutiert, dass ihr da ein bisschen eine tolerante Vorbildfunktion habt? Also wir unter uns Schauspielern oder allgemein? Ja, im Team, dass man also sagt, Team. Wir sind uns bewusst, oder ist das ein Ding, das auch nebenbei läuft? Es ist schon bewusst, also klar, auf der einen Seite sind wir natürlich eine traditionelle bayerische Serie und das ist auch, denke ich mal, den Drehbuchautoren und der Redaktion wichtig, dass wir das beibehalten. Das ist ja auch das Alleinstellungsmerkmal. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch allen wichtig, klar, dass man ein bisschen mit der Zeit geht und dass man gewisse Themen, die wichtig sind, auch mit aufgreift. Und das ist das, was ich so schön finde, auch bei der Horm. Auf der einen Seite ist es so, wie soll ich sagen, Wohlfühlthemen oft. Das ist, man sind oft Themen, die bringen einen zum Lachen, zum Schmunzeln, es ist mei, schön und alles gemütlich. Dann sind auch immer wichtige Themen, wie zum Beispiel das Thema Brustkrebs bei der Uschi, sage ich jetzt mal. Also auch solche Themen werden angesprochen, behandelt. Was ich wichtig finde, dass auch ernstere oder eben wichtige Themen auch mit angesprochen werden und behandelt. Also ich finde, die Mischung macht's. Ja. Hast du zu einzelnen Schauspielern besseren, also wir wahrscheinlich so sagen, wie überall im wirklichen Leben, und zu anderen einen schlechteren Bezug? Wie schaut es denn so mit deinem Onkel aus? Ja, wo ihr ja aus dem gleichen Ort kommt, nicht ganz, aber er hat einen Bezug zu seiner Schwester, die da liegt. Genau, also das war tatsächlich das Erste, was er zu mir gesagt hat, der Gerd, so, mei eine Nachburgerin, mei eine Oberpfälzerin, das ist ganz schön. Klar, ich, natürlich mit manchen dreht man mehr, mit manchen weniger. Ich drehe jetzt natürlich sehr viel mit der WG, also jetzt mit dem Onkelchen, mit dem Yoshi, gespielt vom Adrian. Und klar, wir haben jetzt auch in letzter Zeit haben wir viele emotionale Szenen miteinander gespielt und das schweißt schon zusammen. Also ich, so wenn wir uns sehen, oder der Horst, jetzt der Herr Bamberger, also wenn wir uns immer sehen im Studiogang, ist es wie, als würde man einen Freund sehen, einen Kumpel, einen alten Bekannten und man umarmt sich und freut sich, dass man sich sieht. Also klar, mit dem man mehr dreht, da ist die Verbindung noch mal stärker. Aber eigentlich mit allen Kollegen, auch mit denen, mit denen ich leider bisher noch nicht so viel gedreht habe, ist immer wieder schön. Gerade jetzt, wir hatten jetzt 6 Wochen Drehpause und ich freue mich auf jeden Einzelnen, ehrlich. Konflikte gibt es gar nicht? Mei, Konflikte unter uns eigentlich nicht. Wir sind tatsächlich wie Lansing, wie so eine Dorfgemeinschaft. Konflikte, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber jetzt von meiner Seite aus eigentlich nicht. Also Konflikte im Sinne von, nee. Eigentlich nicht. Dass man sagt, jetzt ziehe ich den schon wieder. Eigentlich nicht. Marotten und die gefallen mir nicht. Nee, eigentlich nicht. Also wenn es mal eine Situation gibt, wo man denkt, nee, echt nicht. Wie sieht denn so der Alltag aus? Also wenn ihr da aufeinander sitzt, von wann bis wann und wo geht ihr dann hin? Also es gibt unterschiedliche Drehtage. Also ich kann immer nicht sagen, wie viel ich drehe. Ja. Mal drehe ich von Montag bis Freitag von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Mal drehe ich nur 2-mal die Woche und habe ein Bild am Tag, ist immer unterschiedlich. Aber ich sage jetzt mal, ein normaler Drehtag, Mai, dann kommst du um 8 Uhr in die Maske, hast 1 Stunde Maskenzeit, dann gehst du ins Kostüm, ziehst dich um, dann trifft man sich unten im Studiogang, hat Textproben oder man frühstückt miteinander, Butterbrezel. Und dann wird gedreht, es wird immer gewechselt, Innendreh im Studio, Außendreh. Genau, man arbeitet an einem Tag mit verschiedenen Regisseuren teilweise. Wir haben insgesamt fast, glaube ich, 10 Regisseure, 8 fest oder 8 bis 10. Und jeder arbeitet natürlich ein bisschen anders. Und deswegen, jeder Tag ist komplett anders und abwechslungsreich. Also ist immer spannend. Ja. Und man muss natürlich auf der einen Seite wahnsinnig gut vorbereitet sein, diszipliniert sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer flexibel bleiben. Weil es passiert oft, dass man sagt, Mensch, kurzfristige Textänderungen kann immer passieren. Oder man stellt die Szene doch ein bisschen anders um.
Was natürlich auch passieren kann, ist, ein Kollege oder eine Kollegin ist erkrankt, krank gemeldet. Man muss aber natürlich trotzdem den Drehtag füllen. Kann passieren, dass man dann am Tag vorher, am Abend vorher oder manchmal bin wirklich auch am selben Tag sagt, okay, du musst jetzt doch noch zwei, drei andere Szenen spielen stattdessen, wo du auch schnell lernen musst. Also ich finde wirklich Daily Soap und gerade der Hermes daheim ist auch für mich als Schauspielerin die beste Schauspielschule, die es gibt. Also man fühlt sich so gut vorbereitet, so gefühlt, man kann jetzt alles drehen irgendwie. Verstehe. Dieses Daheim ist daheim Konzept, kannst du mit dem was umfangen? Also gibt es jetzt, ich meine, lebst du ja immer hier, ein neues Daheim dann im Lacher entsprechend? Ja, absolut, voll. Mhm. Also ich merke es ja auch, ich wohne ja auch jetzt in Dachau und wie gesagt, wenn ich da am Morgen hinfahre zu unserem Drehort, das wie ist... Wie weit ist das weg? So 10 Minuten im Auto. Also ich habe bewusst, habe ich mich da genau wohnhaft gemacht. Dass also wir wollen das demnächst mal besuchen. Es ist ein kleiner Filmort dann. Also wie schaut diese Szene aus? Es ist wirklich wie ein kleines Filmdorf. Also wir haben den Außendreh, wo wirklich dieses Dorf Lansing aufgebaut ist. Wir haben innen drin 3 Studios, wo die ganzen, also wenn du jetzt das Wohnzimmer von die Bambergers, ist bei uns einzeln, daneben ist die Apotheke aufgebaut, daneben ist das Wohnzimmer für die Kirchleitners, das sind die Studios und im ersten Stock haben wir eben Maske, Kostüm und im dritten Stock sitzen die Chefs, die Geschäftsführer, Producer, Produzenten und das ist so Lansing und es ist wirklich jeden Morgen, wenn ich da hinfahre, das ist wirklich wie Familie. Und das ist wie weit von Dachau weg? Das ist in Dachau. Das ist in Dachau? Das ist in Dachau tatsächlich, in Dachau Ost. Genau. Warst du auch schon in Wangen? Wo? In Wangen? In Wangen? Da war ich noch nicht, nein. Habt ihr da geübt, dass man da eine Version dagegen kriegt, wenn man das Wort hört? Genau, so mit Elektroschocks. Nein, ich meine, na um Gottes Willen. Das ist wahrscheinlich so wie Köln-Düsseldorf. Ja. Die haben es auch so ein bisschen mit Humor gesehen. Diese anderen Gastauftritte, die du gehabt hast, da in kleinen Rollen bei Hubert und Staller und bei so ein bisschen, wie soll man es nennen, frecheren, vielleicht komödiantischeren Serien, waren die zwischendrin oder waren die vorher? Wie waren da die Abfolge? Zum Beispiel Hubert ohne Staller war meine erste richtige Rolle, die ich hatte. Das war davor. Für Watzmann, was jetzt erst ausgestrahlt wurde, das war auch kurz davor, die ich da gespielt habe. Und zum Beispiel Schweigend steht der Wald. Der Independent-Film? Das war auch noch alles davor tatsächlich, ja genau. Doch, das war alles davor tatsächlich. Wurde halt dann ausgestrahlt, als ich schon bei der Hermes daheim gespielt habe. Ja, Oberstaller war da dabei, oder? Ja, genau. Stahlober. Stahlober. Ich weiß, dass Ober und Stahl dabei sind. Genau, der Robert. Ich weiß nicht mehr. Ist ein Ringsburger, gell? Ja. Hat man mit denen zu tun gehabt? Also irgendwie bestimmt, aber halt ein bisschen näher. Und leider ist das gar anders, nicht. Also bei denen, die man so bundesweit kennt? Auch gar nicht. Also ich mal vom Dreh, was sich unterschieden hat, war jetzt hauptsächlich die Zeit. Bei einem Kinofilm hast du einen Drehtag und letztendlich werden an einem Drehtag zwischen 2 bis maximal 5 Minuten produziert. Bei uns wird an einem Drehtag eine Folge, sprich rund 30 Minuten produziert. Das ist der große Unterschied. Aber an sich, von den Schauspielern her, das ist absolut gleich. Ja. Sprungbrett jetzt von der Hermes daheim, wir haben ja schon gesagt, Dialekt spielt eine Rolle oder du hast die Befürchtung gehabt, nicht nur du, sondern wahrscheinlich auch andere, weil wenn man manche von der Hermes daheim reden hört, hört sich das ein bisschen gekünstelt und man denkt, sie sind gekünstelt, wenn sie Norddeutsch sprechen dann oder Standarddeutsch sprechen. Ich habe Interviews gesehen mit dem Hubert, ne, denke ich, wieso redet der jetzt plötzlich so komisch? Oder der Mike, der ja im Filmset ja auch sehr bayerisch redet und dabei eben. Die kommen immer so natürlich rüber. Ne? Und da haben wir immer das Gefühl, die wollen jetzt irgendwas verkörpern. Und Vielleicht, du sagst ja, du willst bayerisch reden. Ja, ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache. Klar, wenn du jetzt zum Beispiel Maike 10 Jahre gesehen hast, wie er bayerisch redet, und dann auf einmal siehst, wie er Hochdeutsch redet, dann ist es wahrscheinlich immer ungewohnt oder komisch. Das ist, denke ich mal, bei jeder Dialektform oder bei jedem Schauspieler so. Ich glaube, das ist es, dass du, oder? Ja, aber man hat eine andere, also man hat nicht nur eine andere Sprache, man hat eine andere Stimme. Also ich glaube, dass jemand, der sich bewusst oder konzentrieren muss auf seine Sprache, sogar die Tonhöhe wird ein bisschen höher. Wenn jemand mit seiner eigenen Stimme, Sprache spricht, dann ist er irgendwie in sich ruhend. Und diesen Eindruck hat man immer so ganz. Ich habe, glaube ich, geschrieben gehabt, der Mike vor kurzem in diesem seltsamen Brunetti,
gesehen, da hat er eine hervorragende Rolle als Leiche gehabt, also nicht nur als Leiche, aber glaube ich 2 Minuten hat er tatsächlich immer wieder in Szenen mit dabei. Übrigens ein Thema für sich, also deutsche, die italienische Krimis, dänische, schwedische Krimis spielen, man denkt immer, das stimmt alles nicht, das passt nicht, das geht überhaupt nicht. Also da sind wir auch wieder bei Sprache. Ne? Ja. Glaubst du, dass das kommen wird, dass man irgendwann mal sagt, je näher an der Wirklichkeit man ist, und dazu gehört halt auch eine Färbung, desto besser ist es eigentlich? Da bin ich zu 100% dafür. Also klar, wenn ich jetzt in einen Tatort mitspiele zum Beispiel, der jetzt deutschlandweit ausgestrahlt wird, freilich kann ich da jetzt ja nicht so reden, weil da verstehe mich kein Mensch mehr, außer von Bayern und vor allem die Hamburger darf nicht sein. Also das ist klar, dass ich jetzt nicht so sprechen kann. Aber zum Beispiel so, wie ich jetzt mit dir spreche, das ist jetzt, sage ich einmal, eine Mischung aus Bayerisch und Hochdeutsch. Also man versteht mich, man wird mich in ganz Deutschland verstehen, aber man hört sofort, ui, die kommen aus Bayern. Genau. Und unser Dialektcoach wird sofort hören, die kommen aus der Oberpfalz, der Hansi. Genau. Ja. Der schaut immer, dass er gewisse Oberpfälzer Dinge rauskriegt, wie Niert oder Oini oder so. Ja. Anderes Thema. Jedenfalls finde ich Authentizität immer am wichtigsten. Wie gesagt, Schauspieler wie Bjarne Mädel in der Tatortreiniger. Ja. Super Rolle. Moin Moin, Reinigungsfirma Lausen, schon mein Name. Super, super cool. Und ich bin jetzt nicht aus dem Norden, aber ich finde es mega einfach. Und das macht für mich Dialekt, dialektale Färbung, macht es für mich immer authentischer, immer nahbarer. Ja. Und wir Schauspieler, wir erzählen Geschichten aus dem Leben, sage ich mal. Ja. Wir verkörpern Leute aus dem Alltag. Wir sind keine Models, wir müssen nicht perfekt ausschauen, wir müssen nicht, ich weiß auch nicht, warum Schauspielerinnen oft so dünn sein müssen. Und wir haben auch, wer spricht schon perfektes akzentfreies Hochdeutsch? Ja. Und deswegen, ich bin absolut dafür, dass da ein bisschen mehr Offenheit ist. Also Präsenz entsteht sicherlich nicht dadurch, dass man sie verstellt. Bierbichler zum Beispiel, das finde ich auch so ein typisches Beispiel von jemandem, der unglaubliche Präsenz ausstrahlt, der auch in Deutschland bei den Produktionen immer mitgespielt hat. Und da hören wir immer, dass er Bayer ist. Ja, eben. Also ich habe, spielen oft Bayern mit, wo man sofort diese Färbung raus. Ja, und das sind auch die Tatorte, die glaubwürdiger sind, wo jemand schwäbelt oder jemand halt zumindest einen gewissen Akzent mitbringt. Also seltsam wird es, wenn selbst die Putzkraft so spricht, als würde sie auch die Nachrichten vorlesen noch nachher. Ja, also nicht wahr? Ja. Eigenartig. Und das, glaube ich, ist ja das, was ich vorher meine mit Brunetti. Ja. Das kann nicht sein, wenn da lauter so künstelte Sprache in einem italienischen oder welchem Ambiente ja immer auftreten ist. Ja. Es wirkt befremdend. Oder wenn der Spielfilm im Ruhrpott spielt. Ja. Tja, mal, diese Ruhrpott-Schnauze, sage ich jetzt einmal. Und wenn dann alle aber so sprechen und so Hochdeutsch, so wie ein Nachrichtensprecher, bin ich auch gleich raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch schnell raus. Das ist ganz oft so in Spielfilmen, vor allem wenn Schauspielerinnen, die wachen in der Früh auf und schauen aus wie ich jetzt, nachdem ich da 1,5 Stunden am Märchen war. Also ich stehe jetzt nicht auch in der Früh auf und schaue so aus. Da bin ich sofort raus als Zuschauer. Deswegen, ich bin ein Fan davon, auch wenn ich das als Tina spiele, wenn ich das spiele, mir geht schlecht, dann sage ich die Haare durchkuschelt, kein Make-up, weil das ist authentisch. Und da bin ich wirklich allgemein für mehr Authentizität. Dann ist jetzt die Frau, die hat einmal durchkuschelte Haare, der geht es nicht gut, die hat sie nicht geschminkt. Wenn es dir nicht gut geht, dann stehst du als Frau nicht da und siehst dann perfekten Lippenstift. Und da bin ich wirklich, also ich finde, ich bin dafür mehr, echt halt irgendwie. Aber ich habe ja noch nichts zu melden. Vielleicht irgendwann mal. Was möchtest du machen? Was kannst du dir vorstellen, was wir ja trauen? Oh Gott, so viel noch. Also es gibt viele Produktionen, wo ich sage, da wäre ich gerne mit dabei. Ja. Klar, Spielfilme, mal in einem Tatort dabei zu sein, wäre natürlich super. Mal eine größere Rolle. Welcher Tatort? Wurscht. Wurscht, vielleicht der Franken-Tatort, da kann ich es eher rollen. Okay. So war. Auf einem Kinofilm mal eine größere Rolle. Das ist kein Oberpfälzer-Tatort, also das wäre jetzt vielleicht ein Projekt, das man mal angreifen könnte. Das ist ein Marktlücke. Oberpfälzer-Tatort. Ja. Tatort Tierweit in der Innenstadt. Ja. Jetzt kann ich einen schlechten Witz machen. Slavita ist nebenan, da gab es doch den Skandal mit dem Champagner. Zum Beispiel. Das war eine Idee für einen Tatort. Ja. Also wenn der Oberpfälzer Tatort gedreht wird, ich bin mit dabei. Wir wären ja einverstanden damit, wenn man sagt, wechselnde Standorte gibt es ja im Norden. Dieses, an der Küste, dann mal auf der Insel. Ja. So könnte man von Ringsburg aus ermitteln und dann halt verschiedene Teile der Oberpfalz sehen. Genau, wäre eine Idee. Ja. Na, wäre ich mit dabei. Echt? Oder gut, dann machen wir das. Machen wir das. Sehr gut, wir haben es auf der Kamera. Ja. Ist das jetzt inzwischen, weil man ja immer wieder deutsche Schauspieler in Hollywood-Produktionen sieht, ist das irgendwie so durchlässig inzwischen? Mhm.
Durchlässig jetzt allgemein? Oder? Ja, durchlässig im Sinn von, ist es inzwischen wurscht, aus welchem Land man kommt, man wird dann synchronisiert, wenn die Quote stimmt, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Ich denke, dass durch Sachen wie, ich sag jetzt mal, Netflix zum Beispiel, ist jetzt, durch das ist der Markt viel internationaler geworden. Und ich glaube, dass auch Caster immer mehr internationaler casten, glaube ich. Also, das ist auch zum Beispiel Matthias Schweighöfer, der ist jetzt gerade sehr präsent in den USA. Und oft ist es ja auch gewollt, dass man einen leichten deutschen Akzent raushört. Also, ich persönlich bin da auch total dafür. Also, ich würde jetzt auch keine Grenzen machen. Ich würde jetzt auch gerne in einem anderen Land mal drehen. Also fände ich alles spannend. Der Brühl hat ja einen relativ großen Erfolg momentan. Ja. Und er hat mitproduziert bei den Westen nichts Neues. Und genau. Der sah ja ganz gut aus für die Oscars. Vorher? Ich habe den Film nicht gesehen. Ich glaube, der war mir zu grausam. Okay. Bin noch nicht. Aber der soll toll sein. Ja. Ja. Also es gibt nur ein Projekt, wo sagt, da möchte ich unbedingt dabei sein. Also es gibt ein Projekt tatsächlich, das Oktoberfest 1900. Ja. BR-Produktion wurde jetzt auch auf Netflix gezeigt und die drehen vielleicht eine zweite Staffel, vielleicht. Und das wäre ein Herzenswunsch von mir wirklich, weil Oktoberfest 1900 zum einen natürlich bayerisch, kein Bayerischerin, und zum anderen dieses Historische finde ich wahnsinnig spannend, eine historische Rolle mal zu spielen. Allgemein fand ich die Serie wahnsinnig gut. Ich habe die zweimal durchgeschaut. Also das wäre ein Herzenswunsch. Gibt es schon Kontakt? Weiß ich nicht. Muss meinen Agenten fragen. Okay. Na, also schauen wir mal. Also das ist. Lässt du das neben der Mama da mal machen? Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir immer dann diese berühmten sechs Wochen Urlaube. Genau. Oder? Dann ist die Tina halt einmal auf Mallorca oder so. Patagonien. Patagonien besucht einen Schattenhof oder so. Ja, oder die Tina besucht ihre Familie in Diesen oder so. Nein, also tatsächlich ist es auch von unserer Geschäftsführung so gewünscht offiziell, dass sie sagen, hey, dreht's einmal gern wieder woanders. Ist natürlich auch immer gut für uns, mal wieder was anderes zu sehen, was anderes zu machen. Für daheim ist es dann natürlich auch immer, klar, gute Werbung, dass man sagt, hey, ihr Schauspieler oder damit macht. Und deswegen ist es auch gewünscht. Und wenn so ein tolles Projekt kommt, jetzt zum Beispiel Oktoberfest 1900, dann wird das auch natürlich gemacht. Ich vermute mal, wir haben die 35 Minuten von der Hammes, da haben wir jetzt überschritten. Von daher wollen wir uns nicht nur länger zumuten. Es war ein schönes Gespräch, danke. Dankeschön. Dass du vorbeikommen bist und jederzeit gleich. Danke für den Kaffee.